Weiter geht's mit Wessel. Schauen wir doch mal, was uns da hinten erwartet. Wenn wir schon extra... Ah, wir könnten zwar links weiter, das habe ich gar nicht gesehen. Aber er hat uns die Türe geöffnet. Oh, und das ist auch schon die vierte Maschine gesehen. Wie geil. Das heißt, es fehlt nur noch eine Maschine. Los, los, los. Und BATS! Noch eine Maschine und dann haben wir die Mine auch schon gelöst. Iha! Los, beeil dich. Warte, wir gehen zuerst mal noch den Tank füllen, bevor wir weitergehen. Stehen wir drauf, dann ist das ein bisschen ergeben. So, nein, mal. Zack, Tank voll, okay. Weiter, weiter Richtung Maschine Nummer 5. Ich schätze mal, ein Rätsel gesehen, das ich nicht so schwer gefunden habe wie die anderen. Tack und tack und tack. Die haben schon recht tief abgegraben. Haben aber nicht so richtig gewusst, woher sie wollen. Oh. Okay. Schon riesig. Was haben sie da noch gemacht? Vielzeitig aber. Aber ich nehme mal die Leiter, die offen geht. Und hier nehmen wir auch eine Leiter. Wahrscheinlich müssen wir überspringen, oder? Jawohl, oder? Ah, nein, hier geht es offen. Oh, Wasser. So, komm, komm, komm. Okay, Wasser voll. Was haben wir denn hier? Ah, wir können noch weiter rauf, okay. Ah, okay. Hier bekommen wir wieder so ein Seed, ein Samen. Divergent Adaption. Collecting a sample from both a light and a dark flora will give me an enormous advantage in my navigating this mine. It is ironic that although I am their original creator, it is now I who am led by them, relying on their adaptions to survive, their creations in the face of a difficult environment. I believe it would not be a stretch to suggest that between us, they are the superior machine. Oh ja, die sind genial. Also, wir brauchen einen dunklen und einen hellen, ein Licht und ein Nachtfluro. Nachtfluro, das klingt viel besser. Nachtfluro. Okay. Licht und Nachtfluro müssen wir hier bewegen. So, fuck. Genau, und hier stechen wir dann zu. Bam! Aber ich würde sagen, wir müssen mal überhüpfen. Oh je. Shit! Wow! Zum Glück ist die Leiter hier so lang. Yeah, baby! Super gemacht! Zurückhüpfen wird einiges witziger. Da wären wir, glaube ich, runtergekommen, zurückhüpfen. So, gut. Was kreieren wir hier? Ein Nachtfluro? Jawohl, Nachtfluro. Nachtfluro? Was machen wir hier? Licht, ah genau, Licht. Super. Aber wie bekomme ich ihn über? Ich tue den mal in den Stuhl. Der andere geht nämlich kaputt. Wieso? So, schau. Ich komme nicht auf. Was kann ich da auch kein Licht machen? Ich kann aber, warte, ich kann da unten Licht machen. Tut ich das Speed drücken? Nein, das Speed drücken gar nicht. Ah doch, jetzt. Aber nur ein bisschen. Ah, okay, doch, wir können langsam übertreiben.
Weiter, weiter, weiter. Ah, okay, ich kann ihn so langsam lenken. Nochmal ein bisschen. Genau, richtig. Tag. So, der tun wir schnell, schnell, schnell. So. Okay, Nachtfluro. Dich haben wir erfasst. Vielen Dank, dass du hier kollabiert hast. Jetzt müssen wir hier noch den Darkfluro holen. Und zwar, der wird hier hinten sein. Dark. Ah! Shit! Wow! Ah, schlug dich in den Kopf an. Ah! Mann! Der muss aber schon recht Eier haben, um in solche Höhe einfach von Leiter zu Leiter zu springen. Und einfach mal ein paar 30 Meter runterfallen und dann lockerflockig natürlich heben. So, der folgt dem Licht. Wir machen hier auf. Ich kann zwar nicht mehr so viel Licht, shit, aber ich kann ja unten holen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Wie viel Licht habe ich noch? Na, halber Tank, nicht einmal ein Viertel. So, schau, folge mir. Folge mir. Komm zu mir. Hör mir zu. Hör mir zu. Das ist jetzt trickier. Weil eigentlich wollen wir ja... Was wollen wir? Da komme ich nicht durch. Shit. Schade. Vielleicht kommt er zu mir, weil es hier grössere Lichtquellen ist. Ich glaube es zwar nicht. Wie bekommen wir das Licht dort oben ab? Ah. Mit dem Schalter nicht. Ist ja klar. Aber Wasser, Wasser, Wasser. Wasser haben wir vorher kreiert. Und zwar so. Was passiert jetzt mit dir? Wo gehst du durch? Wie, du gehst unten durch. Ich gehe mal in Deckung. Er geht gar nicht durch. Was machst du? Du langweilst dich. Okay. Wir haben aus irgendeinem Grund Wasser bekommen. Ich tue den mal hier anschießen. Mal schauen, was der macht. Ah, oh, der kommt sicher zu dem da hinten. Ja, ist irgendwie logisch. Wie bekomme ich das Licht ab da oben? Wenn ich ein... Ah, oh shit. Okay, ich brauche zuerst mal neues... Eluenz. So, genau da. Also wahrscheinlich sollten wir schon Wasser brauchen. Voilà. Shit. Wie bekomme ich... Der Lichtfluro zu mir. Da, ich mach mir mal kaputt, sorry. Du bist uns keine grosse Hilfe gewesen. Wir können zwar. Ah, was können wir machen? Der geht auf den Schalter, den können wir nicht brauchen. Der folgt uns und der geht zu Wasser. Eigentlich müssten wir schon den, oder? Weil aber der geht nur da offen, da bringt uns nicht so viel. Wie bringe ich das Licht ab? Indem ich Moment. Indem ich so einen erstelle. Der läuft da durch, sammelt das Licht ein und explodiert. Das wäre jetzt mein Plan. Mal schauen auf den... Wow! Ob der aufgeht. Shit.
Nein, ich will doch sehen, ob mein Plan funktioniert. Los, lauf rauf, so. Ich sehe ihn nicht mehr auf jeden Fall. Nein, er geht nicht rauf. Mann, schau, da oben, mehr von dir. Gang dorthin. Okay, wenn die Tür einmal offen ist, bleibt sie offen. Ah, das war nur der Grund, dass wir hier ein bisschen auf den Leiter rumspringen. Okay. Schade, der Plan hat nicht funktioniert. Was können wir als nächstes probieren? Keine Ahnung, Mann, mein Gehirn ist blockiert. Mann, ich kann den nur. Oh shit, eine Welle. Okay. Gut, immerhin werden sie sich jetzt selber vernichten, oder? Wir haben den nicht zueinander. Was soll denn das? Okay, der kommt nur hier runter, da bringt es auch nicht. Nein. Ah, schlimm. So, ich mache es so einfach mal noch mehr. Ah, warte, wenn ich da ganz viel mache. Ah. Oh Mann, ich will doch nur das Wasser. Wir müssen Wasser benutzen. Wasser zu Wasser, Staub zu Staub. so. Und zwar. So. Bam. Ich weiß nicht, was es bringt, aber es ist ein Versuch wert. Oh nein, wo geht der durch? Wo geht der durch? Nein, der ist runter zum Wasser gegangen. Nein. Haben wir hier noch was? Ah nein, der ist hier übergegangen. Wenn sie explodieren, dann füllen sie das mit Wasser, das ist auch cool. Aber ehrlich gesagt, ich will, dass du hier rüber gehst. Hier rüber. Und nicht dort. Hier. Oh shit. Er will nicht. Er will einfach nicht. Aber ich glaube, ich schieße hier nochmal einen rüber, damit der kaputt geht. Und zwar der Tank. So. Explodieren! Der explodiert nicht, wieso? Shit! Explodier! Mann, was ist das für eine abartige Kreation, die ich hier kreiert habe? Die explodieren nicht mehr. Mann, warum nicht? Jetzt habe ich hier einen riesen Lichtfleck rumstehen, den ich nicht zerstören kann. Fuck. Ja, genau, hüpf drin. Wie kann ich die zerstören? Mit dem Blauen? Oh, der kommt nicht so weit. Gut, jetzt haben wir den langsam genug hier rumgeschossen. Ich würde sagen, wir stoppen die Episode hier. Ich mache mir noch ein bisschen Gedanken und hoffe, dass wir das beim nächsten Mal lösen können. Merci fürs Zuschauen und tschüss zusammen.